Düren, Horrorunfall am Samstagnachmittag. Auf der A4 bei Langerwehe wurde ein Audi R8 Supersportwagen komplett geschrottet. Wahrscheinlich war der Fahrer, 52, zu schnell. Kurz nach 12 Uhr war der Mann mit sehr hoher Geschwindigkeit, so die Polizei, Richtung Aachen unterwegs. Auf Höhe Langerwehe verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Um nicht in die Betonbegrenzung zu fahren, zog er nach rechts, steuerte über beide Spuren gegen den PKW eines Rumänen, 48, der mit Anhänger unterwegs war. Schwer verletzt, aber lebend konnte die Feuerwehr den Audi-Fahrer aus dem Wrack befreien. Der Mann kam ins Krankenhaus. Der Rumäne kam mit leichten Verletzungen davon. Auch sein Wagen war nicht mehr fahrtauglich. Die Autobahn blieb mehrere Stunden teilweise gesperrt. Schaden: um die 150.000 Euro.